Das Thema von heute ist der Altar Gottes. Ich habe mich schon einige Mal mit diesem Thema beschäftigt, aber ich denke, heute Morgen habe ich einen Durchbruch bekommen, was der Altar ist, wo wir Gott begegnen können. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen vom Alten Testament. Da geht es um die Geburt von Simson. Simson war ein Daniter aus dem Buch der Richter. Sein Vater hieß Manoach, das heißt Ruheplatz oder Geschenk des Herrn. Und interessant in dieser Geschichte ist, dass der Engel des Herrn, der da erschienen ist, nicht ihm erschienen ist, sondern seiner Frau. Ihm ist er nie erschienen. Ja, ist interessant. Es gibt ab und zu Ehepaare, wo Gott der Frau erscheint, und nicht dem Mann. Ja. Okay, lesen wir. Simsons Geburt. Sind wir einfach offen für sein Wort? Und die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, und der Herr gab sie in die Hände der Philister 40 Jahre. Also 40 Jahre ist eine lange Zeit. Sie waren in Sklaverei, ja, von den Philistern beherrscht, weil sie sündig waren, weil sie nicht taten, was der Herr wollte. Ist interessant, Israel tat nie, was der Herr wollte. Dann war 40 Jahre lang Stille, lauter Plunder, und dann einmal 430 Jahre. Ein starres Volk, stures. Gut, es war aber ein Mann in Zora von einem Geschlecht der Daniter mit Namen Manoach, und seine Frau war unfruchtbar und hatte keine Kinder. Und der Engel des Herrn, im Alten Testament ist die Offenbarung von Jesus Christus. Der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Siehe, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder, aber du sollst schwanger werden und einen Sohn gebären. Nun, so hüte dich nun, Wein oder starkes Getränk zu trinken und Unreines zu essen. Denn du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem kein Schiermesser aufs Haupt kommen soll. Das ist das Gelübde der Nazaräer. Denn der Knabe wird ein Geweihter Gottes sein von Mutterleibe an, und er wird anfangen, Israel zu erretten und zu befreien aus der Hand der Philister. Da kam die Frau und sagte es ihrem Mann und sprach: Es kam ein Mann Gottes zu mir, und seine Gestalt war anzusehen wie der Engel Gottes, zum Erschrecken, so dass ich ihn nicht fragte, woher und wohin, und er sagte mir nichts, wie er hieß. Er sprach aber zu mir: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, so trinke nun keinen Wein oder starkes Getränk und iss nichts Unreines. Denn der Knabe soll ein Geweihter Gottes sein, von Mutterleibe an bis zum Tag seines Todes. Da bat Manoach den Herrn und sprach: Ach Herr, lass den Mann Gottes wieder zu uns kommen, den du gesandt hast, damit er uns lehre, was wir mit dem Knaben tun sollen, der geboren werden soll. Und Gott hörte Manoach, und der Engel des Herrn kam wieder zu der Frau, also nicht zu ihm. Der Mann betete zwar, dass der Engel wieder kommen sollte, aber er kam nicht zu ihm, sondern wieder zur Frau. Ja, sie saß aber auf dem Felde, und ihr Mann Manoach war nicht bei ihr. Da lief sie eilends und sagte es ihrem Mann und sprach zu ihm: Siehe, der Mann ist mir erschienen, der heute Nacht zu mir kam. Manoach machte sich auf und ging hinter seiner Frau her und kam zu dem Mann und sprach zu ihm: Bist du der Mann, der mit meiner Frau geredet hat? Er sprach: Ja, da bin ich. Und Manoach sprach: Wenn nun eintrifft, was du gesagt hast, wie sollen wir mit dem Knaben halten und tun? Der Engel des Herrn sprach zu Manoach: Vor allem, was ich der Frau bereits gesagt habe, soll sie sich hüten. Sie soll nicht essen, was vom Weinstock kommt, und soll keinen starken Wein und starkes Getränk trinken und nichts Unreines essen. Alles, was ich geboten habe, soll sie halten. Manoach sprach zum Engel des Herrn: Wir möchten dich gerne hier behalten und dir ein Ziegenbücklein zurichten. Wir hätten gerne, dass du mit uns isst, heißt das eigentlich. Aber der Engel des Herrn antwortete Manoach: Wenn du mich auch hier hältest, so esse ich doch von deiner Speise nicht. Willst du aber dem
Herrn ein Brandopfer bringen, so kannst du es opfern. Manoach aber wusste nicht, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoach sprach zum Engel des Herrn: Wie heißt du? Denn wir wollen dich ja ehren, wenn nun eintrifft, was du gesagt hast. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm: Warum fragst du nach meinem Namen, der doch geheimnisvoll ist? Da nahm Manoach ein Ziegenböckchen. Also er hat ihm auch den Namen nicht gesagt. Er wollte nicht essen mit ihm. Und er sagt auch seinen Namen nicht. Er sagt: Mein Name ist zu geheimnisvoll, dass ich diesen Namen dem Menschen offenbaren kann. Da nahm Manoach ein Ziegenböcklein und Speisopfer und brachte es auf einem Felsen dem Herrn da, der geheimnisvolle Dinge tut. Manoach aber und seine Frau sahen zu. Und als die Flamme aufloderte vom Altar gegen den Himmel, fuhr der Engel des Herrn auf in der Flamme des Altars. Als das Manoach und seine Frau sahen, fielen sie zur Erde auf ihr Angesicht. Und der Engel des Herrn erschien Manoach und seiner Frau nicht mehr. Damals erkannte Manoach, dass es der Engel des Herrn war, und sprach zu seiner Frau: Wir müssen des Todes sterben, weil wir Gott gesehen haben. Aber seine Frau antwortete ihm: Wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er das Brandopfer und Speisopfer nicht angenommen von unseren Händen. Er hätte uns auch das alles weder sehen noch hören lassen, wie jetzt geschehen ist. Und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson, und der Knabe wuchs heran, und der Herr segnete ihn, und der Geist des Herrn fing an, ihn umzutreiben im Lager Dans zwischen Zora und Eshtol. Eine wunderbare Geschichte. Was will uns diese Geschichte zeigen? Wir wissen, dass Simson lange Haare hatte, wo seine Kräfte drinnen waren. Und er hat dann mit einem Schlag 3000 Philister getötet. Das war eine übernatürliche Kraft in diesem Mann, ja. Okay, was heißt es? Der Engel des Herrn kommt zur Frau, nicht zum Mann. Okay, was das auch immer heißt. Es kann sein, dass in der Bibel gibt es immer wieder Geschichte, da waren die Männer nicht so gläubig, die Frauen waren offener und gläubiger für das Reden Gottes. Nehmen wir das jetzt einfach einmal an, dass der Herr so entschieden hat, auch wenn wir das nicht ganz verstehen. Er kommt zur Frau und redet zu ihr, und er sagt: Du wirst einen Sohn haben, ja. Und dann hat er weiter zu ihr gesagt: Damit du diesen Sohn kriegst, musst du alles unrein essen, vermeiden, kein starkes Getränk, keine Frucht vom Weinstock, also keine Frucht, nichts, kein Wein, kein starkes Getränk, heißt es. Das heißt, wenn Gott will, dass Jesus in uns geboren wird, sollen auch wir das tun, denke ich, dass wir heilig leben, nichts Unreines in uns reinlassen, geistig essen, nichts Unreines essen und trinken. Und kein starkes Getränk. Und interessant ist, dass dann der Manoach sagte: Ja, ich habe den Engel nicht gesehen, ich möchte jetzt beten, und betete, der Engel soll noch einmal kommen. Und er kam wieder, aber wieder zur Frau, ja. Und dann rief er, Manoach war nicht da, und der Engel des Herrn hat das wiederholt, was er gesagt hatte. Und dann kommt der Mann hinter der Frau her, und dann redet er zum Engel. Und dann fragt er ihn: Ja, gib uns Weisung, wie sollen wir dieses Kind erziehen? Wie wollen wir dieses Kind vorbereiten für diese mächtige Berufung? Ja, gib uns Weisheit. Ja, der Engel des Herrn hat nichts gesagt über Weisheit, wie sie dieses Kind erziehen sollen. Und dann ist es so, sie wollten, dass der Engel des Herrn bei ihnen bleibt, mit ihnen ist. Sie wollten ihm ein Ziegenböckchen zurichten, ja. Und er sagte: Wenn ich auch hier bliebe, ich esse nicht mit euch. Ich esse nicht mit euch. Oder es ist eine Einladung zum Mahl, und man sagt ihr: Ich esse nicht mit euch. Ich esse euer Essen nicht. Interessant, was das auch immer heißt. Und dann
wollte ja den Namen missen. Er sagt, ich werde dir auch meinen Namen nicht sagen, weil mein Name ist zu geheimnisvoll. Aber er sagt, wenn du dieses Ziegenbücklein schon geopfert hast und schon gemacht hast, dann opfere es auf dem Altar bei einem Felsen. Und dann opferten sie dieses Ziegenbücklein, zündeten es an und ein Feuer ging auf. Und das heißt, der Engel des Herrn ging hinein und verschwand mit den Flammen des Opfers in den Himmel hinauf. Wow. Wo war der Ort, wo sich der Engel des Herrn verbunden hat mit Manoach und seiner Frau? Es war der Altar. Er verband sich nur mit dem Altar. Er verband sie nicht mit den Einladungen der Menschen. Das ist, Gott begegnet uns nur beim Altar. Wir bilden uns ein, dass er uns begegnet, wenn wir ihn einladen und Kuchen und weiß ich was und essen und fleischlich daherreden und die Dinge machen für unseren Bauch und die Gnade Gottes missbrauchen für unseren Bauch. Der Herr sagt, ich bin nur dort, wo der Altar ist. Interessant ist, das hat die Gretel schon am Freitag gesagt, in Matthäus 23 redet Jesus mit den Pharisäern, ja, da geht es über das Gespräch mit den Pharisäern und dann sagt Jesus etwas Interessantes. Er sagt hier 23, es heißt hier 16, Matthäus 23, wie euch ihr verblendeten Führer, die ihr sagt, wenn einer schwört bei dem Tempel, das gilt nichts, wenn aber einer schwört bei dem Gold des Tempels, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist mir das Gold oder der Tempel, der das Gold heilig macht? Oder wenn einer sagt bei dem Altar, dass wenn einer schwört bei dem Altar, das gilt nicht, wenn aber einer schwört beim Opfer, das darauf liegt, der ist gebunden. Ihr Blinden, was ist mehr, das Opfer oder der Altar, der das Opfer heilig macht? Darum, wer schwört bei dem Altar, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf ist. Okay, also sie haben, die Pharisäer dachten, dass das Opfer, was sie darbrachten, ihre Leistung, mehr ist als wie der Altar, wo es geopfert wird. Ja. Und dann kommt eine Bibelstelle im Korintherbrief, und dort heißt es, da redet er vom Götzendienst. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 18. Seht an, dass Israel nach dem Fleisch, welche die Opfer essen, stehen sie nicht in der Gemeinschaft des Altars. Nochmals, welche die Opfer essen, stehen sie nicht in der Gemeinschaft des Altars. Was will ich nun damit sagen, dass das Götzenopfer etwas sei oder dass der Götze etwas sei? Nein, sondern was man da opfert auf dem Altar, das opfert man den bösen Geistern und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in Gemeinschaft der bösen Geister seid. Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der bösen Geister. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Altar der bösen Geister. Also dieser Altar von Gott ist der Tisch des Herrn, mit dem wir ihm Mahl haben. Ja? Aber es gibt auch ein Altar des Teufels. Zum Beispiel, es gibt zwei Altäre. Wenn wir zum Beispiel Umstände haben und murren und rebellieren, dann opfern wir auf dem Altar des Teufels. Wenn wir jedoch das Problem nehmen, es einpacken mit Weihnachtspapier und es segnen und danken, dann opfern wir es auf dem Altar des Herrn, der dieses Opfer annimmt, der Danksagung, und das Problem lösen kann, indem er sein Feuer lassen kann. Okay, ich möchte noch eine Bibelstelle lesen, bevor ich die über den Brandopferaltar reden werde, über die Bedeutung des Brandopferaltars. Wir haben noch Bilder. Der Benni hat mir das kopiert. Aber ich möchte kurz im Psalm 84 heißt es. Freude im Hause Gottes. Jesus sagt doch, dass er uns Wohnungen bereitet hat. Wisst ihr das?
Okay. Es heißt hier, wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herze, wie lieb sind mir deine Wohnungen, also er sagte, wie lieb sind mir deine Wohnungen, und jetzt beschreibt er die Wohnung, die ihm lieb ist. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen, also Vorhöfen des Herrn. Also der Brandopferaltar ist im Vorhof. Mein Leib und meine Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und Gott, wohl denen, die in deinem Hause wohnen, ja, die loben dich immer da, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke handeln und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal, durch das Tal der Tränen ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und zum Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr, höre mein Gebet. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Hier sagt, wo die Wohnung Gottes ist, es ist Golgatha, der Altar, wo Jesus verblutet ist und gestorben ist. Und er sagt, wie lieblich sind mir deine Wohnungen. Und er ist im Vorhof, dieser Altar. Ich möchte jetzt, dass wir das Bild hinauf projizieren und ich möchte euch den Altar ein bisschen beschreiben. Na? Vielleicht das erste Bild und dann das zweite Bild. Ja. Das ist der Vorhof. Auf der linken Seite ist dieser Brandopferaltar und rechts ist das Waschbecken. Auf diesem Altar, ja, das auf einer Erhöhung war, ja, wir können zurückgehen, ja, zum anderen Bild. Und jetzt wollen wir diesen Altar beschreiben. Dieser Brandopferaltar. Dieser Brandopferaltar bestand aus Akazienholz, überzogen mit Kupfer, an den Enden vier Hörner. In der Mitte war ein Gitter, ja, das war verbunden mit so Ringen, wo die Priester Stangen hineinnahmen und es herausnehmen konnten, ja. Was heißt das für uns? Das Holz redet von der Menschlichkeit von Jesus Christus. Menschliche Natur. Er wuchs auf wie ein dürres Reis aus dürrem Grund. Er trug unser Gericht. Das Kupfer redet vom Gericht Gottes. Da drinnen, dieses Gitter, redet vom Kreuz. Dort drinnen lag das Opfer. Jesus Christus lag da drinnen, ja. Und wenn die Priester dort dienten, kamen die Leute, die ein Opfertier brachten. Das Opfertier wurde geschlachtet und verbrannt. Es wurde hier hineingelegt. Unten war Feuer, war glühende Kohlen, war Holz und es war immer Feuer dort, ja. Und interessant war, dass das Blut der Opfer wurde neben den Altar geleert, ja, und bildet das Bild von einem Kreuz. In der Mitte hängt Jesus und auf der Seite rinnt das Blut des Opfers. Und es war Feuer dort, immer Feuer. Und nachdem das Opfer beendet war, wurde die Asche hinausgetragen. Und ich möchte euch sagen, was das alles heißt und bedeutet für uns, dieser Altar. Das heißt, dieser Brandopferaltar zeigt göttliche Ordnung für die individuelle Disziplin. Also die Disziplin unseres Lebens. Ja. Und dort waren die Priester und dann wurden sie mit Blut bespritzt. Das war ein blutbefleckter Weg. Beim Eingang, bei der Eingangstüre durch den Vorhang kamen die Tiere hinein. Sie wurden vom Opfernden an die Priester übergeben. Die Priester schächteten das Tier, das Blut dran aus und die Füße der Priester wurden vollgespritzt mit dem Blut. Daneben gibt es dieses Laver, das Waschbecken, wo sich die Priester reinigten vor dem Dienst. Sie wuschen ihr Gesicht und ihre Hände und ihre Füße. Sie reinigten ihre Füße von dem befleckten Blut. Jesus redet davon, ja, können wir auch noch lesen. Das ist im Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 17, und es begab sich,
als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kommt, begegnete ihm 10 aussätzige Menschen. Die standen von Fernen und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie heil. Es heißt hier, dass Jesus heilte sie eigentlich schon. In einem anderen Evangelium heißt es, dass sie bereits rein waren. Aber Jesus sagt: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Warum sagt er das? Er sagt: Geht zum Altar. Der Altar ist der Ort, wo die Verheißungen Gottes, die uns erworben hat, real werden. Und er braucht Priester dazu. Wenn wir in eine Gemeinde gehen, kommt ihr zu einem Priester oder zu einigen Priestern, die am Altar dienen. Ja, das heißt, die Priester werden mit deinem Blut bespritzt und sie gehen hin und waschen es mit dem Wasser bei dem Wort, waschen ihre Füße, waschen die Schuld des Opfers und des Übertreters weg. Das heißt, die Gemeinde hat einen Altar und an diesem Altar dienen die Priester. Gesalbte Priester. Die Bibel sagt auch, dass gesalbte Kehatiter, Leviten, wenn sie die Schiffshütte abbrachen und die Geräte des Herrn trugen, haben sie den Brandopferaltar, das innere Grating, das Gitter rausgenommen ist, auf ihren Schultern getragen. Ja. Die ihr die Geräte des Herrn trägt, heißt es in der Bibel. Ihr Priester, die ihr die Geräte des Herrn trägt, ihr nehmt das Kreuz auf euch. Folget mir nach täglich. Wir wollen jetzt etwas sagen, was der Altar für uns bedeutet. Der Altar das heißt, wenn wir der Individuelle kommt zum Herzen Gottes, wenn er nach Golgatha kommt, kommt er zum Herz Gottes. Wie Adler ein Nest haben, wo ihre Jungen drinnen sind. Jesus ist dieser Junge, den er in sein Nest gelegt hat, in die Wohnungen, wo Jesus starb für uns. Dort ist das Herz von der Mutter, des Adlers. Sie kommt dorthin. Wenn wir zu Jesus nach Golgatha kommen, kommen wir zum Herz des Vaters. Ohne Opfer können wir nicht zu Gott kommen, ja? Und auch zu Gott können wir nicht kommen, ohne dass sich Jesus unsere Stelle nimmt und genommen hat, unser Stellvertreter ist. Das heißt, wenn er uns sieht beim Altar, sieht er uns in Christus Jesus, gleichgerecht wie Jesus. Er sieht uns in Christus, im Opfer seines Sohnes. Und die Bibel sagt, dass das Blut Christi lauter schreit wie das Blut von Abel. Das heißt, dieser Opferaltar, haben wir schon gehört, bestand aus Holz, überzogen mit Kupfer, ja. Das heißt, dieses Eisengitter entspricht dem Kreuz von Golgatha, weil es Jesus hielt, das wahre Opfer. Seine Menschlichkeit wird gesehen in diesem Holz, das überzogen wurde mit Kupfer. Er war eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hat unser Gericht getragen. He bore our judgment. Ja. Dieses Eisengitter hielt das Opfer in der Hälfte des Altars. Ja. Das heißt, wenn uns Jesus im Opfer sieht, sieht er Jesus. Er nimmt unsere Stellung ein. Wir sind genauso gerecht wie er. Und interessant ist, dass die weit inneren liegenden Altäre wie dieser Räucheropferaltar hatte dieselbe Höhe. Und interessant ist, der hohe Priester, der am Abend hineinging ins Heiligtum und die Lampen reinigte und präparierte, die Dochte wegnahm, frisches Öl gab, so haben sie auch glühende Kohlen hineingebracht vom Brandopferaltar. Draußen haben der hohe Priester glühende Kohlen hineingebracht zu diesem Räucheraltar drinnen und dann haben sie Weihrauch hinaufgeleert und dann ist es ein wunderbares Aroma entstanden. Das heißt, die Grundlage der Wahrheit ist, dass wir in diesen glühenden Kohlen dieses Altars Gottes leben.
Und durch unser Lobopfer und unsere Dankopfer wird Inzens, Weihrauch, hinaufgeleert. Und es ist ein süßes Aroma für den Herrn. Das ist Anbetung, die Gott will. Und er sagt, was wir tun sollen, wenn wir zum Altar Gottes kommen. Im Psalm 50 heißt es, kommt zu mir, sagt der Herr, die ihr, das auch, ja, aber da sagt er was anderes. Könnt ihr mit? Merkt ihr, wo Gott dir begegnet und nur dort begegnet er dir? Es ist nicht an deinem Küchentisch, wo du ihn einladen willst. Nein, er kommt zu meinem Altar. Die Gemeinde ist der Altar. Dort sind die Priester, die am Altar dienen. Ich bin so ein Priester, der dient. Der hingeht, euer Blut, weil das Blut ist tainted, im Englischen ist befleckt. Das Blut der Tiere war nicht das Blut von Jesus. Ja, okay, lesen, wie es so ist, ja. Ja, der rechte Gottesdienst. Gott, der Herr, der Mächtige, ruft der Welt zu. Vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein mächtiges Wetter. Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mit mir schlossen beim Opfer. Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkündigen. Gott selbst ist Richter. Höre mein Volk. Ich will wieder dich zögern. Ich, Gott, bin dein Gott. Nicht dein Opfer wegen klage dich an. Sieh durch deine Brandopfer täglich von mir. Ich will von deinem Hause Stiere nicht nehmen, noch Böcke aus deinen Ställen, denn alles Vieh im Walde gehört mir und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was ich recht auf dem Felde gehört mir. Wenn mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen. Denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Meinst du, dass ich Fleisch von Tieren, von Stieren essen wolle oder Blut von Böcken trinken? Sondern opfere mir Dank, erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wer Dankopfer, der preiset mich und da ist der Weg, dass ich zu ihm zeige, das Heil Gottes. Jesus hat dieses Opfer für uns gemacht. Und was Gott will, wir müssen nicht sterben. Wir müssen nicht sterben wie Jesus, sondern unsere Opfer, die Gott gefällt, dass wir unsere Hände hochhalten im Gebet, Lobopfer und Dankopfer. Dankopfer, ja. Wir sollen zum Altar kommen. Der Herr will diese glühenden Kohlen in unserem Herzen sehen vom Brandopferaltar, dass wir unser Leben auf den Altar legen als lebendige Opfer, als lebendige Opfer und dort sind und ihm danken, Dankopfer, danken in aller Ewigkeit dafür, was er uns für uns getan hat, was er für uns gemacht. Opfere Gott Dank, sagt der Herr, und hör auf zu murren und zu rebellieren. Komm zu mir, Jesus sagt. Und interessant ist, die Ziegenböcklein reden von diesem großen Versöhnungstag, als der hohe Priester damals für ein Jahr die Sünde bedeckte, für ganz Israel. Es waren zwei Ziegenböckchen da, einen für den Herrn und einen für Azazel. Das Ziegenböckchen redet von unserer Bereitschaft, einen heiligen Lebensstil zu haben und unser Leben auf den Altar zu legen. Jesus, der hohe Priester, kam mit zwei Ziegenböcken. Einen für den Herrn, einen für Azazel, ein Bock für den Leib, ein Bock für die Seele. Ein Bock für Azazel. Der eine Bock war für den Herrn, wo Jesus starb am Kreuz, sagte, es ist vollbracht. War dann 3 Tage im Totenreich. Und dann nahm er die Seele, seine Seele war im Totenreich. Einen für Azazel. Er hat gelitten 3 Tage, diese ewige Verfolgung und ist auferstanden. Halleluja. Und Jesus sagt auch, die Asche muss hinausgetragen werden. Das heißt, wir können nicht leben von
vergangener Hingabe, sondern die Asche des gestrigen Opfers müssen wir wegtragen. Ein neues Opfer wieder. Ein Morgenopfer und ein Abendopfer. Und es heißt hier, das Opfer brannte immer Feuer, Tag und Nacht auf diesem Altar. Das Feuer des Heiligen Geistes muss unser Opfer begleiten. Dämpf den Heiligen Geist nicht, heißt es. Dieses Feuer, das brennt auf Golgatha. Der Heilige Geist lodert als Feuer, wenn wir auf diesem Altar sind und uns mit Jesus vereinigen. Dann lodert dieses Feuer. Und der Herr sagt, ehrt meine Priester, die Geräte des Herrn tragen. Es trägt nicht jeder die Geräte des Herrn. Gott hat dafür gesalbte Kehatiter erwählt. Kehatita. Die Priester im Alten, die Leviten, die haben die Schiffshütte abgebaut. Der Gershom, ein Sohn von Levi, hat zwei Ochsenpaare gehabt, die haben die Vorhänge und die Linnen und die Seile transportiert. Merari, ja, hatten sechs Ochsenpaare, sie haben die Bretter, die Säulen, die Silbersockets getragen. Sechs Ochsenpaare. Aber die Kehatiter hatten keine Ochsenpaare, sondern sie haben die Geräte des Herrn getragen. Die Priester. Ja. David wollte die Bundeslade nach Jerusalem bringen. Und dann haben sie einfach einen neuen Karren genommen, ja. Und dann diese Lade drohte zum Runterrutschen, hat Usa versucht, die Lade aufzuhalten und das Feuer Gottes hat ihn getötet. Und David hat die Arche zurückgegeben ins Hause Abinadabs. Und dann hat er gesucht, wie man die Lade transportiert. Und dann hat er gewusst, es muss getragen werden von gesalbten Priestern. Die Lade Gottes. Die Priester haben nicht nur die Bundeslade in den Jordan getragen. Die Bundeslade ist das Ziel. Aber der Brandopferaltar ist der Weg und drückt sich aus in der Seele und im Allerheiligsten. Dieser Mercy Seat, dieser Synedekl, wo die Shekinah, Herrlichkeit Gottes kommt, findet den Anfang am Altar Gottes. Bist du bereit für den Altar Gottes? Der Altar Gottes heißt nichts anderes, dass du sterben musst. Wer mir nachfolgen will, ist eine Entscheidung, Herzensentscheidung. Nehme sein Kreuz auf sich, verleugne seine Psyche. Wer Vater und Mutter, Schwester, Bruder mehr liebt wie mich, ist meiner nicht wert. Wenn wir nach Golgatha wollen, ja, zu diesem Altar, kostet es uns etwas. Der Herr sagt, Engel des Herrn ist nur beim Altar. Hast du verstanden? Der Herr ist nur beim Altar. Wenn du in diesen Eisengittern liegst mit Jesus. Noch einmal. Gott segne dich nur, wenn du auf diesem Eisengitter schmorst. Wenn dein alter Mensch verbrannt wird. Getötet nach dem Fleisch, lebendig gemacht nach dem Geist. Halleluja. Auf dem Berg Karmel oben. Erster Könige 18. Da sprach Elia zu allem Volk, kommt her zu mir. Und als alles Volk zu ihm trat, baute er den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war. Und nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn ergangen war, du sollst Israel heißen. Und baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn. Und machte um den Altar her einen Graben, so breit wie für 2 Kornmaß aussaat und richtete das Holz zu, zerstückte den Stier, legte ihn aufs Holz. Und Elia sprach, holt 4 Eimer voll Wasser, gießt es auf das Brandopfer und aufs Holz. Und er sprach, tut's noch einmal. Das Holz redet von unserer menschlichen Natur. Wir sollen unsere menschliche Natur auf den Altar legen. Ja, Wasser heißt Buße.
Und sie tat es noch einmal, und er sprach, zum dritten Mal tut es. Und das Wasser lief um den Altar, und der Graben wurde voll Wasser. Und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat Elia herzu und sprach, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Jakob, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist, und ich dein Knecht, und dass ich alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr Gott bist, und ihr Herz wieder zu dir findet. Da fiel Feuer vom Himmel herab und fraß Brandopfer, Holzsteine und Erde und legte das Wasser auf im Grab. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen, greift die Propheten Baals und der Aschron, tötet sie alle. Der Altar Gottes, wie Jakob Israel wird. Am Altar. Der Engel sagt, ich werde dir meinen Namen nicht sagen, es ist viel zu geheimnisvoll. Die Bibel sagt, am Altar Gottes wird Gott geheimnisvolle Dinge tun. Wisst ihr, dass das eine gewaltige Offenbarung ist? Ja? Für uns Christen. Das Feuer, der Heilige Geist ist dort, wo wir unser Leben auf den Altar legen. Stehen wir auf. Danke, Herr, für dieses mächtige Wort und Offenbarung von deinem Altar. Ich danke dir, Herr, dass wir Priester sind, alle. Die Priester dienen beim Altar. Und wenn jemand beim Altar dient, muss er seine Füße waschen vom Staub und vom Blut, das ihn befleckt hat. Und sein Gesicht wascht und seine Hände für den Dienst. Ich danke dir, Vater. Das Herz vom Vater ist bei diesem Nest von Golgatha, die Altäre des Herrn. Und wisst ihr, was da passiert beim Altar Gottes? Wir sollen, ich wiederhole das doch kurz, was wir da tun sollen an diesem Altar. Er sagt, deine Altäre, Herr Zebot, mein König und mein Gott, wohl denen, die in deinen Altären wohnen, in deinem Hausen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wenn sie am Altar sind, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen, hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen, schauen den wahren Gott in Zion. Der Herr Zebot, höre mein Gebet. Gott, unser Schild, schaue doch, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Wir werden jetzt das Lied singen, du bist mein Zufluchtsort. You are my hiding place. Wo sind wir beschützt vor den Depressionen und den Ängsten des Satans? Im hiding place of God. Am Altar Gottes. Wenn diese Ängste verbrannt und die Depressionen und der Stolz und die Rebellion wird verbrannt auf Golgatha, bei dem Altar Gottes.